Ganz neu auf Netflix in Kooperation mit Paramount Pictures der Film Love and Monsters. Dieser Film ist eine Mischung aus Endzeitfilm, Abenteuer und Komödie mit Monstern. Hat eine Freigabe ab 12 Jahren, weswegen dieser ganze Film ja auch so ein bisschen blutleer daherkommt. Auch die Kills sind nicht so, dass man die Kamera direkt drauf hält. Aber das ist auch nicht weiter schlimm an dieser Stelle. Der Film geht Pi mal Daumen, eine Stunde 50 Minuten, und in der Hauptrolle sehen wir den Maze Runner Hauptdarsteller Dylan O'Brien, der hier den Joel spielt, aber auch, das hat mich sehr gefreut, Michael Rooker, den wir unter anderem aus dem von Guardians of the Galaxy als Yondu kennen, spielt ebenfalls mit, allerdings nur in einer kleinen Nebenrolle. Ja, zur Story, die bietet nicht wirklich Neues, ist auch relativ simpel gestrickt. Die Erde wurde von einem gigantischen Asteroiden bedroht, der dann von der Erde aus mit dem kompletten Raketenwaffenarsenal in Stücke geschossen wurde. Und beim Eintritt der Bruchstücke in die Erdatmosphäre gab es dadurch einen chemischen Prozess, welcher dafür sorgte, dass so sämtliche Insekten und Reptilien, Amphibien zu großen Monstern mutierten, die auch ja über 90% der Menschheit ausgerottet haben. Der Rest der Menschheit, der lebt irgendwie versteckt in Bunkern, Panic Rooms und so weiter und so fort. Also fristet eigentlich ein Dasein mehr oder weniger unter der Erde. Die Menschen leben also quasi in kleinen Kolonien zusammen, und ja, circa 7 Jahre nach Beginn dieser Apokalypse setzt der Hauptteil dieser Geschichte hier ein. Der Kern der Story dreht sich um Darsteller Dylan O'Brien, der hier Joel spielt, der im Prinzip in seiner Kolonie ein geduldeter Loser ist. Ja, er kann, hat 2 Talente, abgesehen davon, dass er tierische Angststörungen hat und Panikattacken, wenn es um diese Monster geht. Deswegen, er hat diese 7 Jahre lang quasi diesen Bunker, in dem sie leben, niemals verlassen. Also er kann kochen und er kann Funkgeräte reparieren. Ja, für alles andere ist er komplett überflüssig und wird eher mitleidig belächelt, bis er eines Tages seine von vor 7 Jahren zu Beginn der Apokalypse verschollene Freundin, seine große Liebe, ans Funkgerät bekommt und herausfindet, dass sie nur 150 Kilometer weiter in einer anderen Kolonie lebt. Eines Tages beschließt er jedenfalls, sich dann trotz seiner fehlenden Fähigkeiten als Überlebenskünstler oder Monsterjäger, beschließt er jedenfalls trotzdem, sich auf den Weg zu ihr zu machen. Und viel mehr sage ich jetzt an dieser Stelle auch nicht, denn ich möchte definitiv nicht spoilern über den Verlauf und den Ausgang des Films. Dann will ich mal zu den Punkten kommen, die mir sehr gut gefallen hat. Also generell muss ich sagen, optisch sieht der Film wirklich klasse aus. Er hat ein paar sehr gute auch Computereffekte, aber auch die Landschaften und so. Ist richtig schön anzusehen, und auch wenn die Computereffekte nicht immer die besten sind, sage ich mal. Man sieht das CGI schon, aber es ist ja jetzt auch keine super Big Budget, mega Hollywood Produktion, die jetzt irgendwie für eine riesen Sensation sorgen soll. Ist jedenfalls, also trotzdem kann man sich sehr gut angucken. Auch die Monster an sich, also die sind schon so schön kreativ umgesetzt. Ja, es wirkt jetzt nicht irgendwie, man hat jetzt irgendwie so eine, keine Ahnung, puppelige Echse auf groß getrimmt. Nein, also man hat sich da schon ein bisschen Mühe bei dem Design gegeben, muss ich sagen. Also hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen, aber gut. Das, was man gesehen hat, war trotzdem gut anzuschauen. Teilweise ist der Film dann auch richtig lustig geworden, also an einigen Stellen muss ich doch dann dick schmunzeln und auch mal hier und da mal ein bisschen lachen. Nicht jeder Witz hat gezündet, aber das Humor ist ja auch, genau wie die Wahrnehmung oder wie man einen Film empfindet, ist ja immer subjektiv. Ja, und obwohl es wenig Monster waren in diesem Film, das heißt wenig, also es war nicht jetzt so die Hülle und Fülle an Monster, man hat einiges schon im Trailer gesehen, sind sie dennoch im Film gut platziert, so dass man nicht alles so geballt hat und zwischendurch auch ein bisschen Luft zum Atmen hat, und dadurch, dass die halt so differenziert platziert sind, über den Film verteilt, muss man sagen, ist die Wirkung der Monster auch kommt ganz gut.
Dann komme ich jetzt mal zu den Minuspunkten. Ja, wie schon gesagt, es ist mir ein bisschen zu wenig Monster gesehen. Ich habe schon ein bisschen zu viel in den Trailern dafür gesehen. Da wäre hier im Trailer weniger mehr gewesen oder man hätte halt im Film ein bisschen mehr einsetzen können. Insgesamt fand ich die Geschichte auch zu vorhersehbar. Viele Charaktere in diesem Film waren einem auch egal, aber der Fokus lag ja nun mal auf Joel, das passte schon. Ich hätte gerne mehr von Michael Rooker gesehen, der so ein bisschen hier wie Woody Harrelson in Zombieland wirkte so. Und trotzdem von seinem coolen Charakter mit der kurzen, die er dabei hatte, hätte ich gerne wirklich mehr gesehen. Generell so vielen Leuten, die Joel unterwegs begegnet, dienen mehr so als Mittel zum Zweck, um die Story so ein bisschen, um die roten Faden so ein bisschen zu halten, die Story so voranzutreiben, ohne dass es die Story vorantreibt, ja. Im Prinzip sind dann die Charaktere im Großen und Ganzen egal. Der Hund, ja, okay, der Hund, den er dabei hatte, Boy, heißt er ja, oder hat er ihn genannt. Der bleibt in Erinnerung auf jeden Fall und der war auch ganz niedlich, der Hund. Ja, und einen Vergleich, den muss der Film sich leider gefallen lassen, der muss hier gezogen werden, den sieht man automatisch, wenn man Zombieland gesehen hat. Ja, der Film weist verdammt viele Parallelen zu Zombieland auf, sowohl von der Story als auch von der Charakterzeichnung her. Aber das macht den Spaß an diesem Film letztendlich, tut ihm keinen Abbruch. Man kann trotzdem sehr viel Spaß mit diesem Film haben. Ja, jedenfalls trotz seiner Vorhersehbarkeit und das Gefühl, dass man alles irgendwie irgendwo schon mal gesehen hat, macht der Film, wie gesagt, Spaß und sorgt für kurzzeitige, kurzweilige Unterhaltung. Ja, und ein Sequel, wie gesagt, würde ich mir auch gerne antun, wenn es denn kommen würde. Besonders nach der Szene, direkt nach der Schlussszene vorm Abspann, da habe ich mir gedacht, ja, das würde ich wirklich gerne sehen, da hätte ich Bock drauf. Apropos Abspann, während oder nach dem Abspann kommt keine Szene mehr, das heißt, ihr könnt, wenn die Endcredits anfangen, den Film ausschalten. Und ja, zu meiner Wertung, ich würde Love and Monsters so, ja, wohlgesonnene 6,5 bis 7 Punkte von 10 möglichen geben. Es ist kein Film, den man unbedingt sehen muss, aber der macht trotzdem Spaß und es ist auch keine Zeitverschwendung. Also schaut gerne rein. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.